Der stärkste Vergebungskonflikt ist der mit seinen eigenen Eltern natürlich. Und nicht wenige versuchen, ihren Eltern zu vergeben, um die Schmerzen, die ungelösten Konflikte ihrer Kindheit loszuwerden. Das wäre so schön, wenn man das mit sich machen könnte. Wenn man sagt, ah, ich verstehe es, Sie haben ja das und das erlebt, Sie konnten nicht anders. Gut, Sie haben mal eine verpasst, Sie haben mich unterdrückt, Sie haben mich in meinen vitalsten Lebensenergien erstickt, aber Sie konnten es nicht anders. Oder wie früher im Familienstellen, es war Krieg. Und das soll irgendwas lösen. Es löst aber nicht die Wunde, die in dir geschlagen worden ist. Und ich sage dir, es ist so toxisch, anderen zu vergeben, weil man seine eigenen vitalen Gefühle, die Wunde seiner Kindheit überspringt, sich überhebt und quasi gottgleich sagt, ich habe für alles Verständnis, ich vergebe. Das ist ganz großer Quatsch. Und es wird ganz großen Schaden herbeiführen, denn es ist keine echte Aussöhnung. Ich kann verstehen, dass man jemanden vergibt, eigentlich darum, weil man sich aussöhnen möchte. Aber Aussöhnung kann nie durch ein einseitiges Verständnis haben erlangt werden. Zuvor musst du die tiefsten Anteile in dir, besonders die Wut, die Aggression, gefühlt haben, kontaktiert haben. Und dann kann man überhaupt erst von einer Authentizität reden und Konflikte mit einem Täter, wenn dir irgendwas Schlimmes angetan worden ist. Oder nehmen wir die Eltern, die uns traumatisiert haben. Diese Konflikte kann man nicht einfach einen Deckel zumachen, sich erheben und gesagt, ich vergebe ihnen durch mein größeres Verständnis. Das ist eine völlige Überhöhung. Du überhöhst dich in ein gottgleiches, Jesusgleiches Wesen. Und wer aus meinem Jahrgang kommt, weiß, kennt den Film vielleicht, Django vergibt nicht. Kennt vielleicht den Film, Gott vergibt, Django nie. Und wir sollten uns unbedingt ein Vorbild daran nehmen, niemals zu vergeben. Wenn du vergibst, entfremdest du dich noch weiter von dem, was schon in der Kindheit in dir unterdrückt worden ist, werden sollte. Wir leben in einer Gesellschaft der Unterdrückung, der Aggressionsunterdrückung. Du sollst gut drauf sein. Du sollst jetzt auch noch deinen Schuldigern vergeben durch noch größeres Verständnis. Das alles ist nicht echt. Das ist ein Ausweichen nach oben, wo man sich vormacht, man sei jemand und hat noch gar nicht in der Tiefe seine Wunde kontaktiert, hat nicht die verschiedensten Anteile, die durch die Unterdrückung entstanden sind. Ein abgespaltenes inneres Kind, ein abgespaltenes, unglaublich wütendes Kind, denn du hast doch als Kind Unterdrückung erfahren. Und das ist alles in deinem Körper gespeichert. Da kannst du nicht von oben ankommen und sagen, ich habe die Idee, ich liebe mich nur noch und ich liebe alle Menschen. Das geht nicht. Das ist eine verkopfte Illusion und es ist in Wahrheit eine Heuchelei, weil du deine vitalsten Gefühle nicht kontaktiert hast, weil du die Sensationen in deinem Körper nicht kontaktiert hast. Vergebung kannst du nicht machen. Wenn du Vergebung machen willst, bist du mit einem Teil identifiziert, der in Wahrheit seine Wunde und seine Aggression loswerden möchte. Und zwar mit einem ganz schnellen Weg durch ein scheinbares Verständnis. Vergebung kann nur geschehen, aber du kannst sie nicht machen. Du kannst sie auch nicht einseitig erwirken. Vergebung geschieht, wenn ein Opfer sich dem Täter stellt und das Unrecht, was geschehen ist, am Licht ist. Und dann kann es passieren, dass der Täter sich berühren lässt und Reue empfindet. Und dann kann etwas passieren, dass in deinem Bauch eine Erleichterung geschieht. Es wird in deinem Bauch weiter. Du merkst, es löst sich irgendwas. Und das zeigt der Körper. Der Körper zeigt dir, etwas ist in Ordnung gekommen.
Und dann kann die Position von Täter und Opfer wieder ganz neu anfangen. Aber es ist nicht dies, dass ich mich erhöhe und demjenigen die Hand reiche. Und derjenige, der mir Schaden zugeführt hat, hat noch nicht mal kontaktiert, was er mir angetan hat. Es ist bei ihm nicht angekommen, was er mir angetan hat. Das geht nicht. Das ist völlig einseitig. Das verändert die Beziehung gar nicht. Was die Beziehung verändert, ist die Wahrheit, die ans Licht kommt, die Echtheit. Und die besteht darin, dass jemand zu seiner Schuld steht und dann kann das Opfer, dem was Schlimmes geschehen worden ist von demjenigen, Linderung erfahren. Aha, der hat das verstanden, das Unrecht ist am Licht und ich spüre, ich fühle, dass das angekommen ist. Und dann verändert sich die ganze Beziehung und dann fließt es wieder. Aber wenn einer dem anderen vergibt und seine Wange hinhält, dass der immer wieder raufhauen kann, das geht nicht, das bringt nichts. Das ist eine Heuchelei. Es ist eine, man macht sich vor, man sei etwas Großes, Geistiges, Erhabenes. Und das ist natürlich völlig Quatsch. Das geht nicht. Dass man kann nicht sich über seine Gefühle stellen. Es muss ans Licht kommen, was geschehen ist. Es muss gefühlt werden. Nur was wirklich gefühlt wird, deine Wut der Kindheit, wenn die nicht gefühlt wird, kann sie sich nicht verändern und beherrscht untergründig dein gesamtes Leben.